Geburt, ein Herzfehler festgestellt, eine Diagnose, der wochenlanges Hoffen und Bangen folgte. Inzwischen scheint alles gut überstanden zu sein. Mark Terenzi hatte an diesem Wochenende bereits wieder seinen ersten Auftritt. Wie er und Sarah die letzten Wochen erlebt haben, darüber haben Jens Prevost und Andreas Lehmann mit ihm gesprochen. Ein entspannter Mark Terenzi gestern Nachmittag in Mainz. Was den Sänger offenbar sehr bewegt, ist die Befindlichkeit seiner Mitmenschen. Die und uns jedoch interessiert vor allem, wie geht es ihm und noch wichtig Töchterchen Summer, die gerade ihre Herzoperation hinter sich hat. Alles hat sich zum Guten gewendet. Es ist viel besser gelaufen, als Sarah und ich das erwartet hatten. Summer ist jetzt zu Hause. Das ist großartig. Wochen der Angst und Sorgen liegen hinter ihm. Gemeinsam mit Sarah hat er die schlimmste Zeit seines Lebens durchgemacht. Ich glaube, die meisten können sich vorstellen, wie wir uns gefühlt haben. Summers Operation ist erfolgreich verlaufen. Trotzdem, Mark Terenzi hat immer ein Ohr zu Hause, bei seiner Tochter und bei Sarah. Deren Schwester Anna Maria, verheiratet mit Fußballprofi Pekka Lagerblom, hat die ganze Zeit gelitten. Sie ist Mutter und war total geschockt, als bei ihrer Nichte ein Loch im Herzen diagnostiziert wurde. Natürlich, es war ein Schock für die ganze Familie. Und als ich dann abends an dem Bett meines Sohnes stand, habe ich ihn schlafen sehen, habe schon Tränen oder ein Kloß im Hals bekommen, weil ich gedacht habe, es ist nicht selbstverständlich, dass er hier so liegt. Und als ich damals schwanger war, ich war sehr jung, ich war 19 Jahre alt, und ich bin da mit der völligen Selbstverständlichkeit rangegangen, dass ich ein gesundes Kind bekomme, was Schwachsinn ist, weil es kann einfach jedem passieren. Der Herzfehler der kleinen Summer wurde schon vor der Geburt entdeckt. Die Nachricht schockt die Öffentlichkeit. Sarah Connor und Mark Terenzi sprechen nicht über Details, was ihrer Tochter fehlt. Klar ist zunächst nur, dass Summer am Herzen operiert werden soll. In der Kieler Uniklinik bereiten sich die Ärzteteams auf den Eingriff vor. Und dort wurde Summer auch bis vor einer Woche behandelt. Dass Kinder mit Herzfehlern geboren werden, kommt häufiger vor. Und die Heilungschancen sind gut. Ein angeborener Herzfehler ist heutzutage natürlich als chronische Erkrankung zu sehen. Allerdings kann man auch sagen, dass von den 6.000 Neugeborenen, die neu im Jahr in Deutschland zur Welt kommen, mindestens 90% auch gerettet werden können und auch mit einer guten Lebensqualität das Erwachsenenalter erreichen. Bei Summer hatten die Ärzte Erfolg. Es ist sehr wahrscheinlich, dass sie nie wieder operiert werden muss. Aufatmen auch bei Anna Maria, die immer versucht hat, ihrer Schwester Kraft zu geben. Nicht wackeln. Ich habe ein sehr inniges Verhältnis zu jedem Familienmitglied. Und wir haben gestern Abend lange telefoniert. Was Schönes, klar, sie fehlt mir sehr. Mark fehlt mir, Tyler fehlt mir. Die Kleine. In unserer Familie ist es bei jetzt noch mal ganz bewusst, wie sehr wir zusammenstehen und wie sehr wir hinter ihr oder hinter jedem stehen, jedem Familienmitglied. Und es macht einen sehr froh und es erleichtert einen sehr, dass man weiß, egal was passiert, da stehen immer mindestens 10 Leute wie ein Baum hinter dir. Schon toll. Wahrscheinlich ist es eben dieser Familienzusammenhalt, der Mark Terenzi die Ruhe gibt, wieder auf der Bühne zu stehen. Gestern beim Open-Air-Konzert des Radiosenders RPR1 machte er jedenfalls in keiner Sekunde den Eindruck, als würde er sich Sorgen machen. Dabei war es immerhin seine erste Show nach der schweren Operation seiner Tochter. Jedes Konzert ist ein besonderes Konzert. Natürlich nehme ich das mit auf die Bühne, was ich erlebt habe. Es ist aber gut, wieder auf der Bühne zu stehen und sich wieder auf die Karriere konzentrieren zu können. Bis Sarah Connor wieder auf der Bühne steht, wird es wohl noch dauern, denn sie hat ihre Auszeit ganz bewusst genommen und das hat nichts mit Summers Erkrankung zu tun. Allerdings arbeitet sie bereits wieder daran, ins Rampenlicht zurückzukehren, verrät uns Mark. Sarah geht's gut. Sie genießt ihre Zeit zu Hause bei der Familie. Wann werden wir sie wiedersehen? Ich denke nächstes Jahr. Sie arbeitet an einem Album für nächstes Jahr und wird dann ja das tun, was sie genauso liebt wie ich. Sarah Connor selbst hat sich nach Summers Operation nur in einem kurzen Zeitungsinterview geäußert. Wir sind überglücklich, sagte sie. Summer ist wie verwandelt. Sie atmet ruhig und das Trinken fällt ihr viel leichter. Und die Narbe ist sehr klein. Es sieht also so aus, als wäre das Connorsche Familienglück jetzt wieder wirklich perfekt. Die älteste Teenagerin.